Hi Leute, ja, es ist wieder soweit, das nächste Los ist dran. Mal schauen. Und zwar ist der Wunsch diesmal von Marlina. Hallo Herr Chefkoch, ich fände was mit schwarzen Bohnen und schwarzem Sesam gut. Muss nicht in einem Rezept sein. Danke. Muss nicht in einem Rezept sein. Das ist eigentlich schon der Grundgedanke der Zutatenwünsche. Ja, schwarze Bohnen und schwarzen Sesam. Okay, schauen wir mal. Dann für euch wieder bis gleich, für mich bis irgendwann. Tschüss. Hi und willkommen zurück. Ja, der Wunsch von Marlina ist immer noch schwarzer Sesam und schwarze Bohnen. Und ja, das hat ein bisschen gedauert. Allerdings nicht, weil das Rezept so kompliziert war, sondern weil ich nirgendwo in meiner Umgebung schwarzen Sesam oder schwarze Bohnen gefunden habe. Und wenn das bei euch genauso sein sollte, dann schaut einfach mal in die Videobeschreibung. Da habe ich euch zwei Links dazu hingepackt. Ja, die Bohnen habe ich mir schon mal vorbereitet. Und zwar habe ich sie 12 Stunden in Wasser eingeweicht, dann 1,5 Stunden circa gekocht. Das Ganze allerdings ohne Salz, denn das Salz kommt erst später zum Rezept dazu. Und zwar machen wir einen Salat daraus, nämlich einen Blumenkohlsalat mit schwarzen Bohnen in Sesammarinade. Okay, los geht's. So, als erstes braucht ihr mal den Blumenkohl. Ich habe jetzt hier einen halben, das sind ca. 500 bis 600 Gramm. Den könnt ihr vierteln und einfach den Strunk entfernen. Und dann könnt ihr diesen einfach in Scheiben schneiden, ca. 1 cm dick oder auch ein bisschen breiter. Dann braucht ihr eine Auflaufform und gebt da einfach den Blumenkohl rein. Nebenbei könnt ihr schon mal euren Ofen auf 180 Grad vorheizen und den Blumenkohl marinieren wir jetzt und zwar mit 4 bis 5 Esslöffeln Olivenöl, einem Teelöffel Salz, einem Teelöffel Paprikapulver, einer kleinen Messerspitze Pfeffer und einer kleinen Messerspitze Asafoetida. Und das könnt ihr jetzt einfach mit den Händen schön durchmengen, bis sich die Gewürze schön verteilt haben. So, und der Blumenkohl kommt jetzt ca. 20 Minuten bei 180 Grad in den Ofen. So, dann geht es weiter zu den Bohnen. Von denen braucht ihr übrigens 150 Gramm im trockenen Zustand. Außerdem braucht ihr noch eine Lauchzwiebel. Und ihr könnt auch einfach eine ganz normale Zwiebel nehmen, wenn ihr möchtet. Und die ganz fein hacken. Die Lauchzwiebel könnt ihr jetzt einfach in dünne Ringe schneiden. Die kommt dann zu den Bohnen. Dann braucht ihr eine Möhre, das sind ungefähr 100 Gramm. Und die könnt ihr ganz einfach durch eine grobe Reibe geben. Und die Möhren könnt ihr ebenfalls zu den Bohnen geben. So, dann braucht ihr noch ein bisschen frische Kräuter. Ich habe jetzt hier eine Hand Petersilie. Ihr könnt aber auch zum Beispiel Schnittlauch verwenden oder auch Kresse, würde sich sehr gut machen. Die könnt ihr einfach fein hacken. Vielleicht auch nicht zu fein, damit man noch ein bisschen davon erkennt später. Und ebenfalls zu den Bohnen geben. So, ich brauche auf jeden Fall eine größere Schüssel, deswegen wechsle ich das gleich mal. So, an die Bohnen kommt jetzt nichts weiter ran, außer ein Esslöffel Apfelessig. Den könnt ihr dazugeben. Das Ganze einmal kurz unterrühren und dann erstmal beiseite stellen. So, dann machen wir die Sesamsoße fertig. Dafür braucht ihr erstmal am besten einen etwas höheren Behälter mit 150 ml Sojasahne. Außerdem einen Teelöffel Salz, zwei Teelöffel Tahin. Und das könnt ihr jetzt mit einem Pürierstab zu einer schönen feinen Soße verbinden. Außerdem braucht ihr 3 Esslöffel schwarzen Sesam. Den könnt ihr einfach unterrühren. Und damit habt ihr eine wunderbare Sesamsoße. Die könnt ihr natürlich auch für andere Sachen verwenden. Zum Beispiel, wenn ihr einfach gebackene Kartoffeln macht und das dazu gebt. Dann solltet ihr allerdings ein bisschen weniger Salz reingeben. Denn jetzt ist schon ein bisschen mehr drin, da wie gesagt die Bohnen ohne Salz sind. So, der Blumenkohl war jetzt 20 Minuten drin. Den hole ich jetzt erstmal raus. Und lassen uns zuerst mal ein paar Minuten abkühlen. So ist es der Blumenkohl so 5 bis 10 Minuten ein bisschen abgekühlt.
den könnt ihr jetzt auch zusammen mit der Flüssigkeit, die sich darin gebildet hat, einfach in eure Salatschüssel geben und ganz einfach unterrühren. Ein bisschen warm darf er übrigens noch sein. Dadurch verbinden sich die Aromen auch noch ein kleines bisschen besser. Sollte halt nur nicht direkt heiß aus dem Ofen in den Salat kommen. Der Blumenkohl ist bei mir übrigens noch ein bisschen bissfest, weil ich das ehrlich gesagt lieber mag, erst recht im Salat. Wenn ihr das nicht so gerne mögt und den lieber weich haben wollt, dann backt den ein bisschen länger bei etwas niedrigerer Temperatur. So, dann könnt ihr jetzt die Sesamsoße dazugeben und den Salat könnt ihr dann nochmals schön durchrühren. Und dann lasst ihn am besten erstmal eine Weile durchziehen. So, und fertig ist euer Blumenkohlsalat mit schwarzem Sesam und schwarzen Bohnen. Der eignet sich übrigens super zum Grillen, gerade weil er eine Weile durchziehen muss. Quasi so ähnlich wie auch Kartoffelsalat. Die Blumenkohlstückchen sind übrigens relativ groß, allerdings mag ich das gerne, weil man einfach sofort erkennt, ja, dass das Blumenkohl ist. Wenn ihr das nicht so mögt, dann können Sie die Stückchen auch einfach noch kleiner schneiden. Dann müsst ihr natürlich auch wiederum die Backzeit anpassen. Ja, mal kosten. Wirklich oberlecker. Also, er hat so eine richtig schöne herbe Würze durch das Tahin. Und ich finde, das harmoniert wirklich super mit dem Blumenkohl zusammen. Ja, vielen Dank an Marlina für diesen tollen Zutatenwunsch. Und wenn ihr noch andere Zutatenwünsche habt, dann schreibt mir die unbedingt in die Kommentare. Dieses Video ist übrigens Teil einer Playlist, wo auch noch andere vegane YouTuber mitmachen, die ein paar Videos zum Thema Grillen erstellt haben. Ja, den Link dazu findet ihr in der Endcard oder unter diesem Video. Schaut auf jeden Fall mal rein, es wird sich lohnen. Und ansonsten wünsche ich euch wieder viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten veganen Kochenende. Tschüss!